Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute gibt es wieder einen kleinen Vlog von uns. Wir machen uns jetzt fertig, denn es geht rüber zum Pool. Elenchen hat heute ihre zweite Schwimmstunde. Danach wollten wir zum Park. Die veranstalten heute so eine Art Get-Together von unserer Community, so damit man auch mal die anderen Nachbarn kennenlernt. Und meine Schwiegermutti und mein Schwager landen heute Nacht. Ja, wir können leider nicht alle gemeinsam gehen, weil die halt erst, ich glaube, um 23.30 Uhr landen. Deswegen holt Danny die beiden später alleine ab. Für uns geht es jetzt rüber zum Pool, denn Elenchen hat ihre zweite Schwimmstunde. Zweite Schwimmstunde, genau. Wir waren ja letzte Woche schon, mein Schatz, ne? Und der Rest der Bande geht am Pool chillen. Auf geht's. Elana hatte ja letzte Woche schon ihre erste Schwimmstunde und sie hat das richtig toll gemacht. Also ihr macht das ganz viel Spaß. Ili ist leider noch etwas zu klein. Also das hier ist schon echt mega cool, dass wir direkt einen Community-Pool hier haben, Spielplatz. Und unser Fitnessstudio ist jetzt auch offen. Wir haben ja einmal ein Kinderbecken. Das ist dann auch extra mit so einem Sonnenschutz. Da ist unser großer Pool. Ilja hat Rumpelhände bekommen. Wir waren jetzt ganz, ganz lange im Wasser. Na, Ili? Wir laufen jetzt gerade wieder nach Hause. Es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und Elenchen hat ganz toll mitgemacht. Sie ist sogar vom Beckenrand gesprungen. Jetzt ist Family Fun Day unterwegs zum Park. Ein bisschen spielen, essen und ich brauche dringend Kaffee. Das ist hier so ein Riesenpark, richtig schön mit Spielplatz, einem Splashpark. Und da hinten geht es gerade richtig rund. Wir hören schon die Musik. Wir haben jetzt kurz vor 12 und ich befinde mich am Flughafen, denn ich hole jetzt meine Mutter und meinen Bruder vom Flughafen ab. Die müssten jetzt schon gelandet sein. Ich hoffe, die sind jetzt schon, oder die sind noch nicht rausgekommen und warten jetzt auf mich. Ist ein bisschen laut hier, sorry. So, die beiden wohl und munter abgeholt. Der Flug war auch ganz entspannt. Nicht so viele Turbulenzen. Und jetzt geht's ab nach Hause und dann ins Bett, weil wir haben schon gleich 1 Uhr. Guten Morgen, ihr Lieben, and welcome to a new day. Unser Besuch ist auch endlich da. Morgen! Ich, Danny. Meine Schwiegermama und mein Schwager sind gerade mit den Kindern draußen, ein bisschen die Sonne tanken und Danny und ich bereiten jetzt für uns alle Frühstück vor. Und das muss ich euch unbedingt zeigen. Wir sind gerade wirklich so süchtig danach. Und zwar die Smoothie Bowls von Oatsum. Leute, ich sag's euch, das schmeckt so extrem lecker. Und das Tolle ist, bei mir muss es ja immer schnell gehen. Ihr könnt das super schnell zubereiten. Es gibt hier einmal Mango Mia und Zimtarella. Das hier ist mein Favorite. Das schmeckt nämlich nicht wirklich, dein. Also auch von Danny. Das schmeckt richtig lecker nach Zimt. So schaut die Bowl aus. Ihr könnt das Ganze mit Wasser zubereiten oder mit Joghurt oder aber auch mit einem Pflanzendrink. Und das ist übrigens auch super sättigend. Ihr habt hier Haferflocken mit drin, Chiasamen. Es ist zu 100% natürlich, ohne Zuckerzusatz und auch vegan. Die Früchte, die hier mit drin sind. Hier ist zum Beispiel jetzt Banane mit drin oder Mandarine. Die sind gefriergetrocknet, das heißt, die Vitamine bleiben komplett erhalten. Bei Oatsum bekommt ihr auch verschiedene Crunchy Toppings für die Bowls und das hier, Leute, ich könnte mich wirklich da reinlegen. Das ist einfach so extrem lecker. Hakuna Makokos. Ihr habt hier Sonnenblumenkerne mit drin, natürlich Kokoschips, Mandeln, Datteln. Ist leider auch schon fast leer. Was ich auch noch richtig toll finde, die haben extra für Kinder Bowls, Elsa Erdbeer und Carlo Kakao und die Kinder lieben es einfach und es ist halt wirklich zu 100% natürlich und sehr gesund.
Wir haben jetzt wirklich nur noch nicht mal 2 Minuten dafür gebraucht. Ihr habt gesehen, wie einfach das geht. Wir haben jetzt diese beiden Toppings hier benutzt und unsere Lieblingsbowl, Zimtarella. Und Danny wollte jetzt unbedingt euch was voressen. Okay. Er kann nicht abwarten, aber es schmeckt einfach so extrem gut. Gut, ne? Und guck mal, wie crunchy das ist. Das schmeckt so herzlich nach Zimt, ne? Ihr Lieben, unten in der Infobox verlinke ich euch die Seite von Oatsum und ich habe natürlich auch noch einen Rabattcode für euch. Mit meinem Code SEVIN11 spart ihr -11%. Warum dachte sie, das wäre ein Schatz? Das war ja der Schatz, ne? Das waren die goldenen Eier. Ja. Die Kinder haben jetzt endlich wieder eine Toni-Box. Also die haben beide eine bekommen. Elias ist oben. Unsere war ja kaputt. Und die hören das so gerne. Meine Schwiegermutter hat die jetzt als Geschenk mitgebracht. Endlich habt ihr wieder eine Toni-Box. Wir sind jetzt hier erstmal alle im Spieleland, damit die Kinder so ein bisschen sich austoben können. Meine Schwiegermutter ist auch dabei. Am Kite Beach ein bisschen spazieren und es ist richtig rappelvoll, Leute. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist zur Reduzierung von Zellulite und strafft die Haut. Ich hatte jetzt die 9. oder 10. Behandlung und ich finde auf jeden Fall, dass man schon einen Unterschied sieht. Ich düse jetzt schnell nach Hause und dann schauen wir mal, was wir heute so Schönes machen. Übrigens haben wir heute auch unseren Termin mit unserem Vermieter. Ich bin schon richtig gespannt. Also drückt uns die Daumen. Jetzt ist erstmal Spielzeit. Wow, klasse, Ili. Wir machen mit Ilia gerade Töpfchentraining und das hatte ich ihm gerade eben gekauft. Das ist so eine, ja, sage ich mal, gefütterte Unterhose, dass man die Windel dann weglässt und ihm das hier anzieht. Und falls dann doch was daneben geht, dann wird das halt nicht direkt auslaufen. Ich hatte die auch schon bei Elanchen und das hat wirklich richtig gut geklappt. Ich sehe mich eigentlich kaum. Dein Pancake-Gesicht sieht man schon, keine Sorge. Was machst du? Ich dachte, wir machen jetzt Wie heißt das nochmal? Ich glaube, das Gespräch tat dir nicht gut. Unser Thumbnail. Ach ja, genau. Wir machen nicht unser Thumbnail. Denn eigentlich ist es gar nicht lustig alles, ne? Nee. Ja, wir hatten unser Gespräch. Und was soll ich sagen? Also, ja, der Vermieter hat jetzt nochmal um 6 Monate verlängert. Und dann ist es time to say goodbye. Oder es sei denn, wir zahlen dann die Summe, die er haben will. Aber das ist dann wahrscheinlich jenseits von Gut und Böse. Ja, wir haben schon mit Ach und Krach halt die 6 Monate bekommen. Ja. Ne? Also das war wirklich ein Kampf. Mit viel Stress und mit viel Kampf und Diskussionen. Und am Ende des Tages haben wir auch einfach keinen Bock auf Stress mit dem Vermieter. Und haben dann jetzt einfach eingelenkt und gesagt, okay, alles klar. 6 Monate, so haben wir nochmal selber Zeit zum Schauen. Ja, dass wir uns was anderes suchen. Genau, da habe ich ja jetzt so Lust drauf. Ich versuche sowieso immer positiv zu denken. Es wird schon seinen Sinn und Zweck haben, warum das jetzt alles so gekommen ist. Einige von euch haben auch im letzten Video gefragt, ob wir denn dann zurück nach Deutschland kommen. Es ist erstmal definitely not.
Notfalls schlafen wir einfach hier im Auto und hausen hier. Also wir fühlen das jetzt einfach überhaupt nicht. Nein, zurück meinst du? Ja, nach Deutschland. Nein. Also Danny sogar noch weniger als ich. Wir werden ja jetzt im Sommer das erste Mal nach über einem Jahr nach Deutschland zurückkehren. Also wir wollten Family besuchen, Freunde. Und also ich bin schon aufgeregt. Ich freue mich auch schon sehr, aber ich bin so gespannt. So dieses Gefühl, wenn wir wieder halt so in Deutschland sind. Vielleicht bleiben wir dann doch. Dann sagen wir irgendwie so... Spontan sagen wir einfach... Nein, aber ich glaube ehrlich gesagt, ich glaube, das wird sogar komplett umgekehrt sein, dass wir gar nicht mehr hier weg wollen. Kann sein. Aber steht alles in den Sternen. So schaut es jetzt auf jeden Fall aus. Es wird schon alles gut. Und wir sehen uns im nächsten Vlog. Tschüss. Bye.